Heute kümmert sich Andi um Halloween-Dekoration. Ich bin heute in der Feuerwehrschule in Tulln und passend zum Datum habe ich mir einen ganz besonderen Taster ausgedacht. Ich werde heute Kürbisse schnitzen, allerdings nicht so, wie Sie vielleicht glauben. Dazu brauche ich den Roman. Roman, du bist Pyrotechniker. Ich habe auch einige Kürbisse mitgebracht. So, da werden wir nämlich jetzt Augen und Nase und Mund raussprengen sozusagen. Während Pyrotechniker Roman schon seine Sprengladungen vorbereitet, hüllt Andi mühselig die Kürbisse aus. Das ist so klebrig. Das Gesicht für Andis Kürbis wird zart eingeritzt. Was das? Passt super. Gut, dann lege eine Sprengung rein und mach ihm schöne Augen. Ganz genau. Ist das jetzt das klassische TNT, was man kennt? Nicht das klassische TNT, das ist ein Klasse 4 Böller aus Italien. Ja? Ja. Also wenn du die Schweizer Kracher kennst, dann kann man davon ausgehen, dass 200 Stück die Sprengkraft haben von einem. 200 Stück? 200 Stück, also zwei so große. Das ist genau das, was ich gesucht habe. Ja. Gut, setz du mal drauf. In der Zwischenzeit kümmere ich mich um unsere Sicherheit. Ich meine, ich vertraue dir ja eh, aber trotzdem, wenn irgendwas schief geht, deswegen hole ich jetzt einmal die Freunde von der Feuerwehr. Alles klar. Ihr könnt kommen. Damit auch alles sicher ist, man könnte fast sagen, pünktlich wie die Feuerwehr. Darf ich dann zünden? Du darfst zünden, ja. Super, aber geh mal in Sicherheit, weil, das die, bevor das losgeht. Na komm, geh. 3, 2, 1, Feuer! Was war denn das jetzt? Oder ist das schon die Explosion gewesen? Alter Schwede! Wahnsinn! Leben die Feuerwehrleute noch? Ich glaube, wir waren ein bisschen zu stark mit der Ladung. Das Auge meines Kürbisses liegt hier. Könnte auch die Nase sein. Weiß man nicht so genau, was das ist. Okay, also ich glaube, wir sollten ein bisschen weniger machen. Wir werden uns ranarbeiten. Ja? Spur weniger. Zweiter Versuch mit einer etwas geringer dosierten Sprengladung. Gut, okay. Das heißt, wir legen da wieder die Sprengung rein. Was ist das jetzt, genau. Was ist jetzt der Unterschied zur ersten? Das ist ein Klasse 2 Kracher Böller. Okay. Den kann man ab 16 Jahre zu Silvester wahrscheinlich bei jedem Baumarkt erwerben. Kindergeburtstag. Ja. Darf ich dir die wir tauschen einfach Zündung mal. Geben? Ja. Das ist ein großer Fehler. Dann gehen wir lieber in Sicherheit. Komm. 3, 2, 1, Feuer! Was? Ja. Da hat sich jetzt nicht so viel getan, oder? Ja, so wie es ausschaut. Ich hab's befürchtet. Da hat sich eigentlich noch gar nichts getan. Hast du irgendwas anderes anzubieten? Ich habe was vorbereitet, und zwar Nitropulverbäckchen. Ja. Die haben eine sehr, sehr schnelle Abbrandgeschwindigkeit. Ja. Mit sowas werden so auch Patronen gefüllt. Ja. Alles Gute. Nun sollte es aber funktionieren. Die Nitro-Sprengladung ist deponiert und Andi und Roman wieder am Weg zu ihrem Versteck. 3, 2, 1, Feuer! Hey! Hat funktioniert? Super! Also mit Nitropulver hat es schließlich und endlich funktioniert. Ja, weiter. Einfacher war es nicht, muss man sagen. Also viel erspart haben wir nicht, aber es war auf jeden Fall um einiges lustiger, als das mit Hand zu schnitzen. Auf alle Fälle. Und für Sie, liebe Zuschauer, wenn Sie das unbedingt machen wollen, wenn Sie das unbedingt nachmachen wollen, dann nur mit Feuerwehr im Hintergrund und mit einem ausgebildeten Pyrotechniker. So. Roman, danke vielmals. Andi, danke. Danke. Ciao. Ciao. Bis.